Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge von City Transport Simulator Tram. Und zwar fahren wir heute die Linie 4 mit der Stadtregio Tram von Egelungsdorf zum Am Weidensee. So, wir haben noch 50 Sekunden Zeit. Mal gucken, dass es soweit funktioniert. Schauen wir mal. So, da muss ich hin. So. Und, naja, wir sind noch ein bisschen früh, sonst meckert er wieder, dass wir zu früh losgefahren sind. So. Na, 15 Sekunden noch. Ja, komm, wir fahren schon mal langsam los zur Löwengasse. Aber das ist ein bisschen weiter wie die 356 Meter so früh abgefahren. Ich wusste es. Aber egal. Da war sowieso keiner mehr da, der einsteigen wollte. Haltestelle Löwenstraße. Zeigt, dass wir rechts rum müssen, aber eigentlich fahren wir links rum. Ich hab den doch gar nicht berührt. Okay, ich habe ihn nicht berührt. Ich habe ihn berührt. Naja, seht ihr, sowas passiert dann halt auch mal. Aufsteigen lassen. Na, kommt rein, Jungs. Wir haben schon eine zweite Tram hinter uns. Aber so langsam sind wir doch gar nicht. Guck mal, wir liegen doch gut in der Zeit. Was ist das denn jetzt für eine hier? Kann man gar nicht sehen, was für eine Linie. Oder? Mm-mm. Na egal. So. Ah, ich habe die Türen noch nicht gemacht. Mich jetzt von dem anderen Ding ablenken lassen. So. Jetzt kommen wir zur Sonnengasse.
Haltestelle Sonnengasse. Wegkommen. So. Haltestelle Lauridorstraße. Haltestelle Eichenweg. Zu spät. Aber dann kommt auch schon die nächste dran. Haltestelle am Weidensee. Fahrtende. Bitte aussteigen. So. Dann haben wir die Endstation ja erreicht. Rückseite der Tram. So.
30. So, müsste gleich die Haltestelle kommen. Da ist er ja schon. Die Leute aussteigen lassen. Möchten wir die Pausenzeit mitnehmen oder überspringen? Nein, wir lassen die Pausenzeit. Ein bisschen Pause muss ja sein. Ich bin jetzt immer gespannt, ob die andere Straßenbahn auch gleich da ankommt. Das sieht man jetzt nicht, aber wir haben ja noch fast 4 Minuten Pause. Und bis dahin wird vielleicht die andere Straßenbahn auch angekommen sein. So, dann fahren wir noch ein Stückchen zurück. Und gucken mal, wo unsere Ablösung steht. Und da übergeben wir dann die Straßenbahn. Scheint aber, dass die andere Tram eine andere Linie war, dass die weitergefahren ist. Weil sonst müsste sie ja langsam ankommen. So. Hab ein bisschen früh gehalten, aber was soll's. So, wir haben noch knapp 3 Minuten Zeit. 7.07 Uhr ist es. Und jetzt fahren wir nach Eklundsdorf. Die andere Tram ist noch nicht da. Wir sind immer noch 2,5 Minuten, bis wir los können. So. Scheinwerfer ein. Muss man langsam mal die ganzen Tasten gucken hier. Was ist denn K? K ist doch K ist auch was. Rechte Türen freigeben. Nee, das wollen wir ja nicht. H, hat der auch was? H hat auch was. Linke Türen freigeben. Wollen wir auch nicht. G? G hat nichts. Aber ich will jetzt auch nicht weiter hier rumfummeln, sonst sitze ich wieder irgendwo, wo ich gar nicht hin wollte. So, 1,5 Minuten haben wir nur. Ich weiß noch nicht, warum die Autos dann nicht an uns vorbeifahren. Die könnten ja ruhig schon mal weiter. Aber die andere Straßenbahn kommt nicht. Glaube ich. So. Na, immer noch 1 Minute, aber wir gehen dann mal schon mal wieder in den Führerstand. So, ich guck mal bei L, ob hier irgendwas angeht. Ah, da geht die Lampe, da geht der Schalter an, guck. Da, Abblendlicht. Scheinwerfer aus. Oh, eine Hupe haben wir auch, eine Klingel auch. Naja. Nehmen wir den. So, was haben wir denn jetzt? Noch 20 Sekunden. So, Türen sind verriegelt, ne? So, Blinker raus. Aber es ist noch alles auf Rot.
Das war aber... Ah, jetzt haben wir erstmal gegrillt, okay. Haltestelle Eichenweg. Haltestelle. So. So, ein- und aussteigen lassen. Ah, guck mal, da kommt hier unsere Gegenbahn. Haltestelle Lauritorstraße. Das Licht angemacht anstatt das andere. So, dann machen wir das Licht wieder aus. So. Haltestelle Sonnengasse. So, ja, hier beim Stehen. Also, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir weiterkommen. Was ist denn? Ach, ich habe wieder die Tür nicht geschlossen. Ach. So, jetzt müsste es gehen. Ist denn die Ampel? Ah, unsere Ampelphase ist grün. Also, es ist ja nur der senkrechte Balken. So, jetzt kommen wir zur Löwenstraße. Haltestelle Löwenstraße. Aber die ist ja noch weit weg eigentlich. Oh, da stehen schon zwei Straßenbahnen.
noch ganz viele Straßenbahnen. Die haben aber alle die gleiche Dings drauf. Also die fahren aber doch nicht in meine Richtung. Die müssten doch am Weidensee drauf haben. Na, ist egal. Muss ich mich jetzt auch nicht interessieren. Wer weiß, was die Kollegen da gemacht haben. So, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt Eglungsdorf. Ah ja, Endhaltestelle. Minus ein Meter. Na toll. Haltestelle Eglundorf. Übergang zur Linie 6. Fahrtende. Bitte aussteigen. Ja, ist gut. Wir steigen dann aus. Ich auch. Ich bin auch aussteigen. Ich mach dann Feier. Toll, ich habe doch gebremst. Jetzt habe ich einen Fußgänger angefahren. Also ehrlich. Immer diese Fußgänger. Ich habe nicht schnell genug gebremst gekriegt. Aber egal. Na, egal ist es jetzt nicht, aber sehen wir, dass das im Spiel schon mal funktioniert. Fahrtende und, nein, will ich nicht überspringen. So, Fahrtende und Feierabend. Ich will doch jetzt gar nicht fahren. So, entriegle meine Tür. Nee, die ist entriegelt. Jetzt mache ich sie wieder zu. So, jetzt mache ich sie wieder auf. So, und jetzt möchte ich aussteigen. Hier steht jetzt, ich fahre jetzt zum Waldsee. Achso, weil ich noch nicht an der Haltestelle stehe, da deswegen. Ich stehe aber auch nicht im Weg, ne? Ja, auf der Weiche stehe ich, aber ich kann nichts dran ändern, weil der andere steht ja da. So, ihr könnt. Oh, der andere ist gerade weggefahren, das ist ja sehr gut. Dann können wir ein Stück vorziehen. Aber Leute, ich habe noch 10 Minuten Pause, ne? Ich wollte es euch nur gesagt haben. Bei mir steht Linie 4 drauf, bei dem anderen stand Linie 6 drauf, glaube ich. Ich weiß, dass ich nicht losfahren kann, wenn die Türen noch offen sind. Sitze ich denn noch nicht? Achso, ich saß noch nicht. Okay. So.
Stück vor. Ja, die Türen sind auf, ich weiß es. Nee, zumachen das die Tür. So, haben wir mal ein Stückchen vor. Die Türen noch mal. So, jetzt steige ich aus und jetzt habe ich Feierabend. So. Oh, da ist jetzt noch keine andere Straßenbahn da. So. Dann warte ich jetzt noch, bis mein Kollege kommt und dann Feierabend für heute. So, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ist wieder eine etwas längere Folge geworden, aber macht ja nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder bei einem von den Spielen, die wir hier haben. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Euer Donny.